Yeah. Sagt die 028, schöner Gürtel. Jetzt die Music News. Was haben Rihanna und dieser Dildo gemeinsam? Beide findet man im Sexshop. Sag mal, hast du den gerade aus deiner Hose gezogen? Ja, das glaubst du, wie ich immer moderiere hier. Jetzt die Music News. Auf ihrer Lauttour unterwegs in Paris, ja. Rihanna war in Paris unterwegs, Lauttour-mäßig, ja, und war dann natürlich auch mal. Ja, Rihanna war auf ihrer Lauttour unterwegs in Paris, hat sie Halt gemacht und hat mal in einem Sexshop vorbeigeguckt. Die Rihanna, ey, die ist voll erfolgreich so, ey. Die hatte schon echt 20 Top 10 Singles in den amerikanischen Billboard Charts und die ist erst 23 Jahre alt, ey. Die ist auch krass reich. Die hat so viel Geld wie Kesha Geschlechtskrankheiten. Über 1000 Euro. Was kann man sich denn für über 1000 Euro im Sexshop kaufen? Ja, Duftkerzen. Ja, okay, oder vielleicht riesige Doppel Pimmel. Diese Plastik sie auch schon, als wären sie von einem japanischen Kind. Oder diese kompletten Puppen, kennst du die mit diesen dran, wo man so richtig dran geratschen kann? Diese Silikon-Puppen, genau. Die sind der Hammer. Für was zum Teufel brauchst du einen Dildo? Mensch, du bist die einzige rothaarige Frau auf der ganzen Welt, die ich sogar mit meinem eigenen ficken würde. Außer Ron Weasley. Ron Weasley spielt ja bei Harry Potter mit. Und bei Harry Potter gibt es ja auch einen Charakter, der nennt sich Dudley. Rihannas neuer Freund, ja? Der heißt auch Dudley. Am Popo Dudley, der sieht ja aus wie eine schlechte Kopie von Chris Brown. Allerdings ein schlagkräftiges Argument hat er mehr als Chris Brown. Ich meine jetzt damit nicht die Länge seines ist. Nein, der ist nämlich Profiboxer. Und wenn es da genauso heiß hergeht wie bei Chris Brown damals, dann... Schlechte Karten für Rihanna. Apropos, darf man Frauen überhaupt schlagen? Selbstverständlich, aber nur solange sie schwächer sind als man selbst. Zur Frage des Tages. Dieser vibrierende Delfin geht mir schon den ganzen Tag auf die Eier irgendwie. Ja, was geht euch auf die Eier? Postet euer Kommentar hier drunter. 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 Edit uns bei Facebook, Twitter oder. Letzte Woche haben wir euch ja gefragt, was war das krasseste Musikvideo, das ihr jemals gesehen habt? Jetzt gibt's die Antworten.